Bereits vor 4 Jahren veröffentlichte Entwicklerstudio Gamesfarm das Action-Rollenspiel Shadows Heretic Kingdom für den PC. Seitdem warten die Fans auf die Fortsetzung der unvollendeten Geschichte. Mit Awakening wird nun Heretic Kingdoms in überarbeiteter Form samt der versprochenen Erweiterung neu veröffentlicht und zugleich auf die Konsolen gebracht. Hat die Frischzellenkur dem Spiel gut getan? Das klären wir im Test. Wir beginnen das Spiel als Dämon, der von einem sogenannten Kapuzenmann beschworen und in seine Dienste gezwungen wird. Der Dämon hat die Fähigkeit, Seelen zu absorbieren und sie als seine Stellvertreter in der echten Welt einzusetzen. Das tun wir gleich zu Beginn und wählen einen von 3 Haupthelden aus, von denen jeder eine eigene Geschichte hat. Diese sogenannten Marionetten können in der realen Spielwelt agieren und sind die einzige Möglichkeit des Dämons, aus seiner Schattenwelt heraus Einfluss zu nehmen. Der Dämon ist nämlich an seine Ebene gebunden und kann nicht persönlich in die Welt der Lebenden spazieren. Das bietet eine clevere Möglichkeit, Puzzles und Kämpfe durch den Wechsel zwischen den Welten zu beeinflussen. Mal müssen wir ein Puzzle lösen, mal einen Gegner, der in beiden Sphären beheimatet ist, in der richtigen Ebene töten, damit er nicht wiederkommt. Und stecken wir mal an einem Abgrund oder einer zerstörten Brücke fest, dann weiß der Schattenparker in der anderen Dimension, wie es weitergeht. Das allein sorgt schon für viel Schwung im Spiel. Doch die unterschiedlichen Seelen bzw. Marionetten machen den zweiten Clou aus. Wir dürfen sofort und nahezu jederzeit zwischen den Charakteren tauschen und ihre Fähigkeiten so einsetzen, dass sie sich ergänzen. Das macht richtig Spaß, wäre da nicht dieses zähe Spielgefühl, das sich im Test bei uns einstellte. Alles fühlt sich einen Tick zu langsam, zu umständlich, zu behäbig an. Das gilt auch für die Bedienung der Menüs, die immer ein bisschen zu umständlich gestaltet sind. Zum Beispiel bei der Inventarverwaltung. Die Organisation von Gegenständen ist wenig intuitiv. Viele Gegenstände haben außerdem Einschränkungen, die sie für bestimmte Charaktere unbrauchbar machen oder sind generell eine Stufe zu hoch, um sie sofort zu nutzen. Immerhin ist der Vergleich von Items recht komfortabel möglich. Trotzdem füllt sich der Sack schnell mit unnützem Kram, den wir dann erst wieder verkaufen müssen. Die Item Huts kann nicht richtig motivieren, sie ist eher Nebensache bei der Durchquerung der Welt. Die Entwicklung der Fähigkeiten von Marionetten und Dämonen ist zwar ebenfalls sehr simpel, aber deutlich interessanter als die Gegenstandsverwaltung. Je 3 Fähigkeiten dürfen wir pro Charakter zuweisen und verbessern. Zusätzlich gibt's einige Talente mit passiven Boni sowie Attributpunkte beispielsweise für Stärke und Gewandtheit. Damit lassen sich unsere Charaktere schon ganz ordentlich individualisieren. Bis zu 14 Marionetten können wir sammeln, wobei nicht alle in einem einzigen Spieldurchgang gefunden werden. An sogenannten Sanktuarien in der Schattenwelt kann der Dämon seine Party jederzeit neu konfigurieren. Besonders gut gelungen sind die Levels im Spiel. Gerade die neuen Gegenden lassen grafisch die Muskeln spielen. Die Stadt Kyalizar strotzt beispielsweise nur so vor Details. Der Engine-Wechsel im Vergleich zur ursprünglichen Version hat sich also gelohnt. Lediglich die hölzernen Animationen wurden nicht sonderlich verbessert, was wir besonders gut in den Cutscenes beobachten können. Der linearen Spielwelt folgen wir natürlich anhand der Storyline. Die hat sich im Vergleich zu Shadows Heretic Kingdoms nur insofern geändert, als dass das lose Ende aus Kapitel 3 endlich aufgenommen und weitergeführt wird. Wir befinden uns also weiterhin auf der Suche nach den Mitgliedern des Geheimbundes Pentanera, die mittlerweile von Dämonen besessene Kreaturen sind und nichts Gutes im Schilde führen. Die eher verwirrende Geschichte aus Heretic Kingdoms wird in Awakening ab Kapitel 4 weitergeführt, allerdings bleiben sich die Autoren treu und bombardieren uns in ellenlangen Dialogen weiter mit sprunghaft erzählten Hintergrundinfos und Belanglosigkeiten. Deshalb fällt es uns weiterhin schwer, der Handlung zu folgen und wir fühlen uns auch bei den neuen Entwicklungen kaum emotional involviert und bleiben eher distanziert. Immerhin gibt's jede Menge Nebenaufgaben, sowohl in der realen Spielwelt als auch in der Schattendomäne. Hier bekommen wir die Aufgabe, einen Mord aufzuklären, sehr viel häufiger handelt sich's aber um Hol- und Bringquests. Überraschende Elemente wie die plötzliche Infektion durch einen Holzelementar und der Zwang, eine Heilung zu suchen, sind selten, lockern den Genrestandard aber erfolgreich auf. Zumal am Ende sogar eine neue Marionette winkt. Technisch gibt's an den Konsolenversionen abgesehen von langen Ladezeiten fast nichts zu bemängeln.
In rund 15 Stunden Spielzeit hatten wir nur selten mal Ruckler zu verzeichnen und nur einmal stürzte das Spiel mir nichts, dir nichts ab. Auch der Anspieltest der PC-Version verlief ohne Probleme. Die Steuerung ist hier mit der Maus etwas präziser als mit dem Gamepad, dafür können wir nicht so komfortabel durch die Helden schalten und müssen Shortcuts verwenden. Die können wir immerhin frei belegen. Unterm Strich bringt Awakening zwar eine Komplettierung der Storyline des Vorgängerspiels, hält aber für den Spieler vor allem mehr vom Gleichen bereit. Trotzdem haben Enginewechsel und Überarbeitungen eine deutliche Verbesserung des Grundspiels gebracht, auch wenn Spielfluss und Langzeitmotivation weiterhin Mankos bleiben. Für eine kurzweilige Hack-and-Slay-Orgie taugt Shadows Awakening aber schon allein wegen der coolen Marionetten und Weltwechselmechanik allemal.